Hallihallo, willkommen zurück hier. Der Milchbaron XXL ist wieder da. Und ja, es ist Zeit vergangen. Wir sind im September angekommen. Und ja, die Wiese ist erntereif. Das heißt, der Big M steht schon hier. Der hat auch schon seinen Kurs bekommen. Der kann loslegen. Wir müssen nur noch kurz gucken. Schwartablage ist an. Ja, passt. Ja, wie gesagt, viel Zeit vergangen. Leider muss ich auch sagen, die Folge ist ein bisschen spät heute. Ich habe es nicht vorher geschafft, deswegen wird die erst ja, heute gegen Mittag erscheinen. Aber wie man auch sieht, oben in unserem Info hat sehr viel rot, sehr viel getan. Ich habe eben wirklich massiv vorgespult. Das heißt aber, wir müssen mal gucken, was wir machen können jetzt schon. Zum, na gut, Wasser, doch, ja, fahren wir erstmal Wasser. Wir müssen halt mal gucken, dass alles irgendwo jetzt in die Gänge kommt. Milch. Milch ist wichtig. Der, also der war, den hatte ich hier kurz beim Shop gehabt, weil ich da was umkonfigurieren musste. Der fährt wieder zurück. Der hat erst einmal einiges zu verkaufen, denke ich. So, du musst Kühe füttern, auf jeden Fall. Was wir aber auch machen können, wie wir sehen, wir haben Geld. Wir haben sehr viel Geld. Wir kaufen Kühe. Hier fehlt noch ein bisschen was. Vielleicht, ja doch nicht vielleicht, wir müssten das eigentlich schaffen, den Stall jetzt oder die Stelle voll zu bekommen, denke ich mal. So, 1700. Ist nur noch die letzte Stall hier. Den müssen wir noch voll machen, weil das wäre ja quasi eines unserer Ziele, die wir uns hier gesteckt haben. Dann ist die Frage, wie wir hier weitermachen. Ob wir hier weitermachen. Und wie das so aussieht. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wie wir das handhaben. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Sollen wir hier weitermachen? Wie sollen wir weitermachen? Wie gesagt, ich bin da so ein bisschen unschlüssig. Also mein Ziel war es eben, die Stelle hier voll zu bekommen und auch versorgt zu bekommen. So, das heißt, Stall ist voll. Stall ist voll. Wir können noch mal gucken. Hier 1700 von 1700. 1700 von 1700. 300 von 300. Und 300 von 300. Das heißt, wir sind hier definitiv voll. Cool. So, jetzt brauchen wir LKWs. Multifermenter. Ja, das ist klar. Die ganzen Fermenter haben kein Gras mehr, weil wir auch kein Gras mehr haben. Deswegen geht es ja jetzt gerade mit der Grasernte los. Siliermittel ist auch keins mehr da. Da können wir aber mal kaufen, da wir ja gutes Geld haben. Ja, komm, machen wir mal 10.000 Liter pro Dingens hier. Da gucken wir mal. Jo, ist überall drin. Also wir haben auf jeden Fall noch Silage hier. Dann würde ich sagen, einer von denen. Von den LKWs wird die Fermenter beladen. Das heißt, Entnahme Silo zu den Schnellfermentern mit Gras. Und zwar von einem LKW zu vielen. So.
Dann heißt das aber auch, der da muss los. Wir müssen ja dann auch irgendwo Gras einsammeln. Dann heißt es aber auch hier, die Abfahrerflotte muss los. Ich meine, wir hatten gesagt, das müssen wir so. Nee, häckseln. Häckseln ist so. Feld 37 zum Silo-Anlieferung. Ja, jetzt müssen wir erstmal müssen wir das alles in Gang setzen. Anlieferungssilo. Zack. Und dann können wir uns um den Rest hier am Hof kümmern. So, Feld 37. MVA, Anlieferung, Silo, Abflug. Kein Weg gefunden. Hä? Kollege? So aber nicht. Jetzt geht's. So, der nächste. Wir werden auch noch einen LKW werden wir auch dazu nehmen, zum Abfahren noch. MVA, Anlieferung, Silo, Start frei. So, der ist mit Milch. Ah, ja, guck mal, der ist da. Dann holen wir uns hier mal Butter, weil da ist ja auch der Ausgang voll. Das heißt, wir werden erstmal einiges hier verkaufen. Supermarkt, Paletten. Boah, der hat gut was da reingebracht. Gut, Abflug. So, hier werden Kühe gefüttert. Gut, dann haben wir den hier noch frei für uns. Was müssen wir denn machen? Wir sollten erstmal gucken, dass wir zum Beispiel Mineraldünger hier einmal rausholen und erstmal nur ins Lager kippen, damit hier weiter produziert werden kann. Und dann müssen wir schauen, wenn der Häcksler unten ist, dass der losfährt. Und ja, Mist fahren und hier und da und dort. Also es wird jetzt eine actionreiche oder actionreiche Folgen werden. Aber es muss halt alles erledigt werden. So, dann läuft das schon mal. Ja, Flüssigdünger und Herbizid können wir jetzt aktuell nicht verkaufen. Ah ja, der Big X ist angekommen. Das ist sehr gut. Aber wir müssen gleich mal gucken. Mist werden wir ja wohl einiges jetzt hier rumliegen haben. In den Mistplatten. Weil wir müssen ja auch unsere BGAs wieder in Gang bekommen. Weil die sind, schätze ich mal. Ja, guck mal, die normale läuft sogar noch. Boah. Ja, das ist klar, die ist leer. Die Generatoren sind leer. Das Gerstelager. Hat sogar noch ein bisschen. Das heißt, der Nachgärer. Großer Nachgärer hat auch noch ein bisschen Gärrest, also der läuft sogar noch. Ja, Butter. Wir haben immer noch so viel Milch da drin und das ist Wahnsinn. Ey, wir können ja mal schauen. Wir können mal schauen hier. Milch. 500.000 Liter. Ja. Und bei Mist und Gülle. Mist 800.000, Gülle 700.000. Okay. Ja, man sieht da auch schon, es ist ein kleines Bergchen hier drin. So. Laden wir mal. Dann würde ich sagen, oh, das könnte eng werden.
Sage ich doch. Na, guck mal, das ist aber gut, wenn der einmal rum ist, kann hier der im Grunde auch gleich loslegen. Das heißt, wir brauchen hier auch den 37er Big M Kurs. Ah, da hätte man sich erstmal Fahrzeug löschen, Kurs laden, aktivieren. Der hat den Big M Kurs. Erster Wegpunkt. So, jetzt warten wir nur noch. Ah ja, da kommen die ersten Kollegen an. Ja gut, wir können nur noch jetzt noch kein LKW dazu holen, weil wir den jetzt erstmal hier brauchen noch. Ja, wir warten mal noch ganz kurz, bis die anderen Abfahrer da sind. Dann könnten wir da unten gleich mit dem Gras häckseln, sammeln, loslegen. Oh Gott, hier ist auch. Ja. Die Kühe haben gut geschissen. So, wir schaffen es leider nicht vor 9 Uhr vor der nächsten Verteilung den ersten Mist abzuladen. Ja gut, dann wird eben um 10 Uhr dann die ersten Produktionen wieder in Gang gesetzt. Wir sollten vielleicht aber auch erstmal den Wasserfahrer umstellen auf Dingens Gülle fahren, damit wir hier auch Gülle wieder in die BGA bekommen. So. Gut, während der ablädt, genau den. Wir machen das mal schnell selbst hier. Dass wir den mal kurz leer bekommen. Und dann machst du von vielen auf einen, nämlich Gülle zur BGA. BGA, BGA, wo habe ich denn das hin? Güllelager. Oh Gott. Modulare BGA, Gärresteanlieferung. Der ist leer. Gut. Da müssen wir hier noch Gülle einstellen. Damit das auch läuft. So. Weiter im Text. Dann geht das hier. Wobei wir könnten. Warte mal, wo ist der schon? Ach, der hat schon wieder geladen. Schade. Ich dachte, wenn der jetzt nicht geladen hätte, hätten wir den kurz umdingsen können und hätten dem. Ja. Achso, wie das. Hätten dem erstmal. Wieso lädst du die nicht ab? Hallo? Hilfe? Okay, gut, dann müssen wir die von Hand runter machen. Ich habe keine Ahnung, was das. Ja, gut, ich habe das Pack hier geupdatet. Ja, kann sein, dass da, weil die schon drauf gewesen sind, dass er die deswegen aus irgendeinem Grund nicht erfasst hat. Naja, ist ja kein Problem. Machen wir das eben so schnell leer. Ja, da müssen wir gucken, wie wir dann jetzt weiter. Ja gut, der Häcksler muss gleich losgeschickt werden. So, erstmal machen wir den wieder. Ups. Zurück zur Molkerei. Dann gucken wir, dass wir hier die Paletten einmal wegbekommen hier.
Jetzt haben wir ja wirklich keine weiteren großen Ausgaben. Das heißt, jetzt wird richtig. Jetzt können wir richtig Geld machen. So, aber wir müssen hier auf jeden Fall. Ups. Ein Bild machen. Die Häckslerkolonne wartet für das Thumbnail. So, zack, zack. Rinder. Erster Wegpunkt Big X. Start frei. So, und wir. Ups. Ja. Ja. Oh Gott, nein, lass mich doch hier. Ich mach Platz. Ich mach Platz. Achtung. Gut, komm. Komm, fahr. Oh. Ja. So, dann fahr jetzt. So, jetzt kommen wir aneinander vorbei. Guck mal. Perfekt. So, wir fahren jetzt erst einmal weiter mit Mist. Das heißt, die Kühe werden gefüttert. Das läuft auf jeden Fall. Da können wir auch mal kurz reinschauen. Gesundheit 100, Gesundheit 100, Gesundheit 100, 100. Und auch die Futtergeschichte sieht relativ gut aus. Das heißt, wir lassen die auf jeden Fall erstmal voll füttern. Und dann müssen wir auf jeden Fall auch wieder Futter produzieren. Wobei wir können immer noch eigentlich, ja gut, wir könnten Futter produzieren, aber nicht so wirklich gut, weil wir immer noch kein Mineralfutter wieder produzieren können, da wir immer noch kein Dingens haben. Kein Soja. Und das ist problematisch. So, aber ich sehe, dass der Häcksler nicht fährt. Das ist ein schlechtes Zeichen. Da müssen wir gleich mal hinschauen, was da los ist. Kann halt jetzt auch. Am Anfang ist es immer schwierig. Wenn der dann irgendwann mal läuft, die Geschichte mit der Abfahrerkette, dann ist es kein Problem. Kann sein, dass ich. Oh, da jetzt zwei Abfahrer streiten, zum Beispiel. Kennen wir ja nur zu gut. So. Gut, komm, dann fangen wir einfach mal selbst an. Und helfen da ein bisschen mit. Naja, da ist wieder einer bei der Molkerei angekommen. Das heißt, wir können gleich wieder Paletten wegfahren. Naja, guck mal, jetzt kommt der hier. Dann können wir da vielleicht jetzt umswitchen. So, sollte jetzt funktionieren. So, dann brauchen wir wieder unseren. Ah, warte mal, hier. Machen wir mal kurz wieder voll. Und dann geht's für dich wieder zum Supermarkt. Ja, gut, jetzt macht er auch nur noch zwei Reihen. Das war ja vorhin ein bisschen komisch. So, aber ich würde sagen, damit machen wir für heute Schluss. Morgen geht's schon weiter. Also noch werden wir ein bisschen hier weitermachen. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, sollen wir hier weitermachen, sollen wir ein anderes Projekt machen. Haut's gerne mal in die Kommentare rein. Ich bin da im Moment wirklich sehr, sehr unschlüssig. Also, schreibt gerne was und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.